Hallo Christoph, grüß dich. Das wird heute eine VA für dich. Heute mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive anfangend. Du hast ja anlässlich des Erreichens von einer Abonnentenzahl von 2000 dazu aufgerufen, dass man dir eine VA machen soll. Besonderes Thema hast du nicht vorgegeben. Und ja, ich habe mir gedacht, einer meiner Lieblingswanderwege ist einer der Wanderwege der Wasserwanderwelt auf dem Galgenfenn. Und ich habe beschlossen, da fahre ich jetzt hin und nehme dich mal mit auf die Tour. Und wer sonst noch Lust hat, kann uns natürlich auch gerne begleiten. Also, ein paar Kilometer habe ich noch, laut Navi noch so um die 60 Kilometer, bis ich da bin. Ich würde sagen, ich schalte ab und wir sehen uns dann nachher nochmal. Bis später. Ja, mittlerweile bin ich angekommen am Galgenfenn und bin jetzt, weiß ich nicht, 500 Meter oder so vom Parkplatz weg. Da hinten war einiges los am Parkplatz. Mountainbiker und Jogger, die sich da treffen. Naja, als ich letztes Mal hier war, da war es ja Winter, da war hier natürlich nicht so viel los, aber schauen wir mal, was der Tag so bringt. Also bis jetzt die ersten Meter sind schon wieder schön. Galgenfenn, wo liegt das? Also ich sag jetzt mal, es liegt im Naturpark Maas-Schwalm-Mitte. Da sind so alle Wege der Wasserwanderwelt angesiedelt. Und mal so als grobe Richtung kann man sagen, ist es wohl so Richtung Roermond. Das trifft es wohl ganz gut. Ja, und große Teile dieses Rundwanderwegs sind wirklich auf so kleinen, versteckten, verwünschten Pfaden. Ja, das erste Stück der Strecke führt durch ein recht moriges Gebiet. Also großartig vom Weg abgehen kann man hier nicht. Ja, und dann geht es dann durch so ein Waldstück. Und größtenteils stehen hier Kiefern, ja, ab und zu mal
auch eine Birke oder eine Buche. Größtenteils ist es Kiefernwald, würde ich sagen. Und man trifft hier immer wieder Leute wohl. Aber es ist trotzdem sehr ruhig. Jetzt im Sommer ist der Weg natürlich einfacher zu laufen. Als ich das letzte Mal hier war, das war ja letztes Jahr, weiß nicht, Ende Februar, Anfang März irgendwie so. Da waren die Straßen, waren die Wege hier ganz schön schlammig. Man, klar, man läuft hier quasi durch einen Sumpf oder am Sumpf vorbei, dass man die Wege hier teilweise nur aus Matsch bestehen. Da braucht man sich dann nicht drüber wundern. Aber dafür habe ich zu der Zeit jede Menge Wasservögel beim Nestbau und beim Brüten beobachten können. Ja, Christoph, ich hoffe mal, bis hierhin hat es dir bis jetzt schon mal gefallen. 2000 Abonnenten, mein Gott, ist schon richtig viel, schon eine tolle Sache. Aber man braucht sich auch nicht zu wundern. Du machst ja wirklich tolle Videos und hast auch immer noch Zeit, bei anderen YouTubern in die Filme zu schauen und so wie auch bei mir immer mal wieder einen netten Kommentar dazulassen. Bist ja einer meiner treuesten Zuschauer, sage ich jetzt mal so. Und daher konnte ich mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, dir auch eine VA zu drehen. Ja, wie heißt es immer so schön? Bei Zimmer frei. Die ultimative Lobhudelei. Aber es ist nun mal so, bist ein klasse Typ. Mach weiter so. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. Ne? Jetzt fahren die hier überall mit ihren Mountainbikes runter. Aber dass die damit hier die Gegend zerstören, daran denken wir. Das ist schon eine tolle Aussicht hier. So, und wisst ihr, woran man merkt, dass wir jetzt in Holland sind? Genau, das Schild ist in Holland. Ja, Christoph, bin gleich am Auto wieder zurück. Den größten Teil des Weges habe ich geschafft. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mich heute mal auf meiner kleinen Tour hier zu begleiten. Ja, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche dir alles Gute für deinen Kanal und auch sonst. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann auf YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal.